Jo, moin moin und liebe Grüße und herzlich willkommen zurück zu unserem Automechaniker Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die letzte Folge dieser kleinen Aufnahmesession. Es ist ein bisschen was zu tun heute, wie ihr seht. Wir haben insgesamt vier Auftragsdetails, die alle pickepacke voll sind. Fakt ist, viele Teile im Motor, Fahrwerk, Spur, Aufhängung. Also es ist zu tun. Wahrscheinlich wieder Thema, was wir eigentlich schon die letzten Folgen hatten, nämlich alles auseinander zu fritten. Quasi komplett. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir teilweise sogar Karosserie kaufen. Fangen wir erstmal beim Fahrwerk an. Das, was wir sowieso schon können. Was wir gut können. Naja, gucken wir mal. Hätte es viel zu tun. Damit es nicht langweilig wird. Wahrscheinlich Motor, Fahrwerk. Alles kommt raus. Alles raus. Was nicht bei drei auf den Bäumen ist. So, dann mach's doch mal fertig. So, Radlager. Raus damit. Brauchen wir nicht. Das glaube ich, ist, glaube ich, sogar das nächste Kampagnenfahrzeug. Wir sind auch kein Level aufgestiegen, daher brauche ich jetzt auch nicht nachgucken, ob da irgendwas dabei ist. So, raus damit. Nein, kann man noch nicht, weil die Koppelstange natürlich dafür wie immer. Natürlich als einziger Heizer ist. Gehen wir schon hin. So. So, Spurstange weg. Ja, das sieht auch alles so beschissen aus hier unten. Gucken wir mal. Machen wir weiter. Raus damit. Antriebswelle weg. Bremsscheibe weg. Radnabe weg. Wenn wir dann dürfen. Da fehlt aber das Radlager, was ausgebaut werden muss. Oder auch nicht. Doch, fehlt natürlich. So. So, Koppelstange raus. So, Stabi weg. Lenkgetriebe weg. Die Gummilagerbuchsen raus. Hat. So, die Antriebswelle raus. Dann gehen wir mal kurz rüber auf die Vorderseite von der Anhängeraufhängung, weil wir müssen ja die Gummilager rausnehmen. Also können wir nicht den Axtträger ziehen. Ja, haben wir raus. So. Gut, gucken wir mal rein, was wir haben. Gut, zumindest das Thema. Der Wagen zieht die Seite und Spur nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir klopfende Aufhängung haben, dass wir doch die weiter. Dass wir wahrscheinlich die Hinterachse noch rausnehmen.
sollte man was beweisen. Also Motor auf jeden Fall und die Hinterachse. Fangen wir mit der Hinterachse an, als erstes, weil die ist einfacher jetzt aus dem Motor auseinanderzunehmen. So, weg damit. Raus mit den mit der Dings. Gummilagerbox raus. Die brauchen wir ja nicht mehr. Nein, ich nehme jetzt nicht alle Teile raus, weil ich jetzt alle verkaufen würde, würde ich wahrscheinlich sogar noch Teile verkaufen, die ich noch brauche. Mal, da muss doch was raus. Einfach alles rausnehmen. Irgendwas wird schon dabei sein. Das ist halt das. Immer. Ein Teil ist es noch, oder? Nee, mehr. Es sind noch mehr Teile. Hier sind leider noch mehr Teile. So, nehmen wir die auch mit raus. Vorne ist ja schon mal alles weg. So, dann nehmen wir die. Das Ding raus. Da dürfen wir leider nicht. Aha. Warum auch immer. Aber da ist noch ein Lager drin, ne? Ich verstehe nicht, warum ich nicht alle komplett in einem Rutsch machen kann. Jetzt haben wir es weg. So, weg mit der Gummilagerbuchse. So, dann fangen wir hiermit einfach an. Hier ist eine Gummilagerbuchse. Lass mal die Reifen runter, oder? Würde ich sagen. Hat der ersten Schritt soweit. So, dann Bremssattel. Ratten am Deckel. Ah, dieser zwei Level noch, den haben wir. Gott sei Dank. Die zweite Hebebühne. Da kommen wir. Dann können wir auch noch ein Auto mehr zwischenparken. So. Das ist auch weg. Das sei hier. Geht hier raus. Kann ich das jetzt hier rausnehmen, das Teil schon? Nein. Oben kann die Feder weg. Das Teil kann weg. Die Koppelstange kann weg. Dann kann hier oben weiter die zum Querlenker gehen. Darf ich nicht weitermachen? Genau, dann geht die raus. Die komische Gummi-Dings raus. Das raus. Und dann hätten wir die Hinterachse raus. So, nächste. Was haben wir denn als nächstes? So, Fakt ist, dass wir jetzt alle Teile für den Motor haben. Für die Aufhängung haben. Jetzt geht's weiter mit dem Motor.
Klar, wenn die Aufhängung mit raus ist, werden da irgendwo die defekten Teile mit drin sein. Das ist nicht fair. So, das sieht schon wieder so ein bisschen scheiße aus, weil das ist der Kühler. Der muss schon als erstes raus. So, scheint wohl irgendwas Defektes zu sein. Dann nehmen wir den hier mal runter. Fangen wir ab, fangen wir hier mit an. Also Klopf am Motor, hat er ja gesagt. Dann fangen wir hier an. Unten. Die Wasser. Ne, die Dings auszubauen. Also jetzt mal einen Riemenspanner. Klar, im Idealfall einfach alles erstmal alles raus und danach. Das Gehäuse sieht schon auch so scheiße aus. Das wird wahrscheinlich auch raus sein müssen. Rausgehen müssen. Kannst du sicherlich auch nicht so eine Motor aber dazu bestellen musst. Für die Karre. Und so, jetzt gucken wir mal, was wir haben. Keilriemen. Klar. So, drei Teile. Drosselklappe. Stimmt, oder? Nö. So, Zündkerze weg. Ja gut, das war die komischen Räder hier, die Nockwellenräder. Nockenwelle. Mein Rad war richtig. Ah, ne, die kann man noch nicht rausnehmen. Jetzt sind Abgaskrümmer, wenn wir dann wollen. Also erstmal der Turbolader vom Feld. Und dann können wir den Abgaskrümmer ziehen. Zylinderkopf. Gut, macht natürlich Sinn, wenn du zwei Gaskrümmer hast, dass du beide erstmal eine Supporte da das weiter machst. Kraftstoffverteiler. Zylinderkopf. Jetzt kann der Zylinderkopf runter. Jetzt kommt die scheiß. Jetzt kommt das beschissenste Teil. Ja, nur Motorkorb. Mutter, okay. Getriebe? Fragezeichen. Als Anmerkung gar nichts. Jetzt müssen wir gucken, dass wir von unten wieder rankommen. Ja, wahrscheinlich erstmal die das Öl, das weg muss. Das Öl, das weg muss. Runter mit dem Zeugs. So, oder irgendwo weitermachen. Jetzt hast du hier wieder eine Riesensauberei und ich gebe wieder ein bisschen Geld zu umsonst aus. So, Fakt ist erstmal wegstellen. Oh, dann kann man nämlich das weitermachen hier unten. So, weiter geht's. Runter mit dem Flammenrohr.
Ölwanne raus. Ja, es dürfte kein Öl mehr drin sein. Getriebe, da oben ist aber nur ein Teil, was meckert, und zwar der Anlasser. Ja, natürlich. Der Drecksanlasser, der muss natürlich vom Motorraum raus. Haben wir noch irgendwas, was ich jetzt irgendwie noch zu machen ist, bevor ich jetzt weitermache. Ein Teil ist es noch. Ein Teil ist es noch. Was war es denn überhaupt? Nur so nebenbei. Das Flammenrohr. Noch da. Ah, ich vermute, dass es hier unten noch mit der Nockenwelle zu tun hat. Ich gehe erstmal über die Nockenwelle. Das ist mir jetzt so zu blöde, wenn ich jetzt sage, ja. Wenn ich jetzt irgendwas sage. Bestimmt, wenn es ein Klopfer im Dings ist, kann es eigentlich nur hier irgendwas in die Richtung sein. Oder mit den Pleu-Pleu-Kolben, mit dem Kolben? Kurbelwelle oder sowas in die Richtung. Ja, das könnte Kurbelwelle auch sein. Naja, schauen. Kurbelwelle. Von oben oder was? Aber jetzt muss das Getriebe weg. Gut, dann vermute ich von oben wieder ran. Wo? Ich muss das Kraftstoff wieder runternehmen, oder? Block. Ach so, natürlich, klar. Macht natürlich Sinn. Kann ich schon gedacht jetzt gerade. So. Runter übers Fahrwerk. Ja, ja, so ist es. So, dann gucken wir mal. Ich vermute, dass wir mit ein bisschen Glück auf der Motorblock drin bleiben. So, mal meine Vermutung. Das ist die Dings war. Jetzt ist es auch gewesen. Gut. Wir haben. Nach gut 20 Minuten alle Fehler in diesem Auto behoben. Also nicht behoben, sondern lokalisiert. Ist eher der Fall. Jetzt fangen wir an, die Teile zu bestellen. Ja, fangen wir an. Keilriemen R4A Typ B. Keil
Riediman R4A Typ B. Habe ich dich. So, nächste Teil. War. Colt mit Pleuelstange. Colt. Ben. Mit Pleuelstange. Müssen ja vier Stück sein. Meine Vermutung. Nockwellenrad. Nockwellenrad. Zwei. Flammrohr Turbo. Flammrohr Turbo. Mal, wo ist denn der? Sieht das nicht? Doch hier. Nächstes Teil. PC. Nein, ich wollte eigentlich in die Diagnose rein. Ich wollte wissen, was ich haben will. Zahnriemen R4A und Steuergehäuse ebenfalls R4A. Zahnriemen. Zahnriemen R4A. Steuergehäuse ebenfalls. War das letzte auch mit R4A irgendwas? Jetzt habe ich eigentlich noch Abgaskrümmerabdeckung. Abgas Krümmerabdeckung, ebenfalls R4A. Was gab Abgaskrümmerabdeckung? Wo haben wir sie denn? Hier. Super. Nächste Teil. Dann haben wir die Sachen schon mal bestellt. Jetzt geht das schon wieder los. Ey, oh, das wird viel Arbeit. Ja, es wird alles wird eine Menge Arbeit noch werden. Das wird noch eine Menge Arbeit. Das werden wir wahrscheinlich heute alles auch schaffen müssen. So, weiter geht's. Die Gummilagerbuchse groß brauchen wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Mal. Gummilagerbuchse groß 6 Mal, hat er gesagt, habe ich gesagt. So, nächste Teil. Klein. Einmal. So. Ein kleines Radlager. Lenkgetriebe. Die Antriebswelle VA Typ C zweimal. Antriebswelle VA Typ C ist hier. Sie haben zweimal für vorne. VA steht ja für Vorderachse. So. Die Stabi Typ A. Für die Vorderachse. Stabi Vorderachse.
Vorderachse Typ A? Nee, Typ B hat er gesagt, habe ich gesagt, ne? Moment, jetzt bin ich ganz vergessen. Typ A. So, haben wir zumindest mal die Teile auch bestellt. Jetzt geht es weiter hiermit. Wir müssen sie alle nach und nach bestellen, damit wir das Auto dann gleich relativ zeitnah wieder zusammenbauen können. Es sind jetzt noch 10 Teile, die ich bestellen muss. Hoffe ich zumindest. Spurstangkopf, zweimal. Spurstangkopf, insgesamt zweimal. Koppelstange VA Typ A. Nee, Spurstange und Lenkgetriebe. Ist Lenkgetriebe zweimal? Egal. Wir bauen sie nach und nach. Wir müssten, eventuell muss ich sowieso. Eventuell habe ich sogar alle Teile schon. Ich habe sie, glaube ich, sogar alle schon. Nee, habe ich nicht. Ja, egal, Spurstange, Kopf, Spurstange, Spurstange brauchen wir neu. Und die Lenkgetriebe. Und ein Lenkgetriebe brauche ich nochmal neu. So. Sicher, sicher. Bestellt. Radlager 2. So. Radlager 2. Stoßdämpfer HA. Einrohr Gasdruck. Stoßdämpfer HA Einrohr Gasdruck. Stoßdämpfer HA Einrohr Gasdruck. Da ist es doch. So, nächster Teil. Koppelstange Hinterachse. Koppelstange Hinterachse. Nächste. Ich müsste eigentlich so einen Kühler haben, aber die kann ich, glaube ich, der ist war nicht defekt. Ist egal. Stoßdämpfer VA McPherson. Dazu die Feder. Feder, Vorderachse. Bam. Und jetzt haben wir noch McPherson dabei. Mac. Gut, bauen wir die ganze Schose zusammen. Warte mal. Der braucht eine Motorhaube, ne? Was ist das für ein Auto überhaupt? Salem Kiran FED Turbo. Motorhaube. Da geht der aber Karosserieteile. Motorhaube. Motorhaube Saleh Kiran. Das Motorhaube Saleh Kiran. Turbo, FED Turbo. Jetzt letztendlich ist es wurscht, ne? So, bauen wir sie ein. Nehmen wir sie mit, damit wir sie einbauen können. So, fangen wir ganz mit der ganzen Chose an, zusammenzubauen. Nämlich zwar, fangen wir hinten an.
der Axt-Ding. Guck mal, Lagerbuchse rein. Querlenker rein. Wir bauen die Karre heute noch zusammen, auch wenn es ein bisschen was länger dauert, die Folge. Dann haben wir das nämlich einmal in einem Rutsch fertig. So, rein damit. Das Zusammenbauen geht relativ zeitnah. Ja gut, das zieht dich jetzt, weil jetzt ist der Motor mit dabei, jetzt ist die komplette Vorderachse noch mit dabei. Ja. Nächste Bauteile von der Seite. So, nächstes. Nächstes Ding. Querlenker. Ist einer noch, der rein muss. Ja, ich befürchte, dass ich die Dings noch auseinandernehmen muss, die Feder. Für die McPherson, die zwei. Oder eine. Ich muss die Feder noch auseinanderbauen. Scheiße. Das Teil raus. Federbein verbinden. Ich habe ja nur eine bestellt. Für die Vorderachse. Weiter geht's. Ist auch das letzte Auto für heute, muss ich sagen. Was wir machen werden. Wir müssen jetzt mal leveln, damit wir Teile frei, damit wir Sachen freigeschaltet bekommen. Wir müssen ja noch Schrottplatz, Auktion, etc. Das müssen wir alles noch machen. Das müssen wir dann immer noch alles noch nach und nach freischalten. Dafür brauchen wir die Level. Als erstes werden wir nächstes Mal auf jeden Fall die, wir sind ja mit schon, die Dingsball freischalten. So. So, jetzt geht die ganze Show gleich weiter mit dem Motor. Den wir jetzt gleich auch anfangen aufzubauen. So, dann gehen wir nach oben, weil ich die Vorder-, weil ich den später zusammen basteln werde. Die Vorderachse. Ach, der hat den Kühler nochmal so. Alles klar. Ich dachte, geil, das ist irgendwie so ein Fehler oder so, dass ich den einfach ausgebaut habe. Gut. Dann geht er so rein. Servopumpe rein.
Filter rein, kann ich nichts machen. Genauso wie Flammenrohr. Dann geht's weiter. Ja, scheinbar kann ich erstmal gerade nichts machen. Hier oben, deswegen gehe ich runter an die Dings. Mit dem Unterbau hier. Ja, moin. Fangen wir an mit der. Nein, nicht Flammenrohr. Noch nicht zumindest. Ich will die Kurbelwelze einbauen. Gut, dann können wir das so weit erstmal machen. Das Flammenrohr rein, das neue. Getriebe. Die Hecke ist ja fertig mittlerweile. Die Front ist noch dran halt. So. Lager drin. Okay, weil das haben wir ja auch draußen drin. So. Fürsten rein. So. Spurst am Kopf rein. Die Koppelstange hier oben nicht zu vergessen, dass ich die nämlich noch abbauen muss. Sieht zwar auch absolut kurz aus, aber ist egal, ist mir egal. Cut rein. So, weiter geht's mit der anderen Seite. Jetzt habe ich zumindest die Seite schon mal drin. So, jetzt geht's weiter hier mit der Seite. Wie gesagt, nochmal, das müssen wir. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, dass ich jetzt die ganzen Sachen noch zusammengesetzt bekomme. Ich muss den Motor ja noch zusammensetzen. Wir sind gerade schon bei 38 Minuten. Rein damit. So. Reine mit Rattennarbe. Radlager. Kuppelstange rein. Spurstangkopf rein. Und jetzt geht's weiter mit dem Motor. Thank you.
Habe ich jetzt alles an Teilen drin, was hier unten dran muss. Ja, ich frage, dass hier noch Dülfelte rein muss. Setzen wir mal das Getriebe wieder rein. Scheibe, Kupplungsdruckplatte. Verarschen? So, dann kann das Getriebe wieder rein. So, dann geht hier vorne nichts ran, weil da soll. Gerade, aber ein bisschen was zusammen haben. Gut, Keilriemengeschichte. Koppelstange. VA-Typ-A. Ja, rein theoretisch müsste ja die Koppelstange raus noch. Die müsste doch noch getauscht werden. Koppelstange. VA-Typ-A. Gerade sagen, die musst du noch irgendwie raus. Das ist aber kein Problem, das kriege ich wahrscheinlich sogar hin. Vielleicht kriege ich sogar hier so hin. Das ist nicht die, das ist die andere Seite. Aber eigentlich sollte es kein Problem sein. Ja. Warte mal, die ist nämlich hier, sitzt sie. Warte mal. Motor. Bevor ich jetzt hier irgendwie weitermache. Oh, wir sind schon fast bei einer Dreiviertelstunde. Ich muss hier wirklich ein bisschen Gas geben gerade. Die Karre hat mir richtig gekostet. Moment. Ölfilter. Kraftstofffilter rein. Das ist doch mal. Herzhaft physisches. Ja, ist egal. Mach ich gleich. Ah, lass ich doch ran. An die Scheißkarre. Ding. Rein damit Zylinderkopf. Nockenwelle rein. Kraftstoffverteiler ran. Zylinderkopfdichtung rein. Zylinderkopf. Warte mal. Hier zieht Zündkerzen noch rein. Noch eine Zündkerze. Noch eine Zündkerze. So, Abgaskrümmer ran. Zündspule, Einzelfunken drauf. Abgaskrümmer an der Seite auch da drauf. Ist natürlich super, dass ich im Turbo reingemacht habe. Ich habe die gerade komplett blind. Abgaskrümmerabdeckung rein. Turbolader wieder rein. Gut. Die beiden Nockenwellenräder rein. Den Zahnriemen ran.
Steuergehäuse ran. Das Ding ran. Ich weiß, dass ich da unten noch ran muss. So. Keilriemen rein, Riemenspanner ran. Noch ein Keilriemen rein. Ach, Gott sei Dank. So, jetzt gehe ich nochmal kurz auf die Hebebühne. Warte mal, Karosserieteile mache ich gleich. Ich habe ja den Motor aber noch. Ich muss hier nochmal drunter, weil ich muss unter anderem die Dings reinsetzen. So, an der Seite nochmal das Ding rein. Bestimmt noch was vergessen. Ich kenne mich doch. Hier zum Beispiel so ein Lager. Standard. So. Hier war einer drunter. Wenn ich dann darf. Ne, darf ich natürlich nicht. Oder? Nee. Nein, weil hier noch der Bläulagerdeckel fehlt. Das Öl fehlt natürlich noch. Oh, ich hoffe, dass ich dann alle habe, alle Teile. Öl war da drunter. Ja, und die Buchse. Und es ist tatsächlich nur die Buchse. Ich guck mir das mal gerade an, wo das ist, das Teil. Da hinten. Da hinten ist es. Ach so, da fehlt noch einer. Deswegen. So. Jo, dann haben wir es doch. Dann machen wir noch schnell die Teile ran. Füllen das Öl nach. Und dann haben wir es. Dann sind wir bei fast 50 Minuten. Ich habe den neuen Motor aber drauf. Ich brauche den nicht lackieren, weil ich habe keine Lackiererei. Noch nicht. So, ich hoffe, dass ich alles habe. Wieder runter mit der Karre. So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich an den da befindet sich noch ein Teil. Die Drosselklappe. So, dann machen wir jetzt das Öl rein. Ja, liebe Leute, eine lange, lange Folge neigt sich so langsam dem Ende zu. Dieses Auto hat richtig Zeit gefressen.
Jetzt ist das wieder weg. So, jetzt hole ich gleich die Karosserie da dran setze. Montage von Karosserieteilen. Er will gar keinen Motor. Ich habe extra für dich eine Motorhaube gekauft. Okay, da nicht. Willst du dich verarschen? Ich hab's was gedacht. Ich hab's was geahnt. Ich wäre so schön gewesen. Ich hätte alles beim ersten Mal geklappt. Habe ich da vorne? Jetzt habe ich das scheiß Gummilagerbuchse noch suchen. Nicht Karosserie teilen, sondern. Fahrzeugkind von. Nee, auch nicht. Die Montage von Karosserie teilen. Auch nicht. Ich weiß nicht, ich kann doch nicht jetzt weitermachen, oder was? Jetzt verarschen. Jetzt packt er hier rum oder was, dass ich nicht weitermachen kann. Nee, okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Das ist es nicht. Das ist bestimmt eine Hinterachse. Ich kenne mich. Hab sie. Ich hasse das. Ernsthaft jetzt. Ey, das ist das Querding. An der Seite bestimmt. Ich will doch nur das Auto jetzt abgeben. In Ruhe. Hinterachse Querlenker? Warum? Querdenker, ja. Hä? Was fehlt jetzt genau, du Arsch? Querlenker, Hinterachse, Typ A. Ja, lass mich in Ruhe. Du gibst die scheiß Karre ab. Bestimmt hier wegen dem Teil. Ja, klar. Weil deswegen auch die Federung fehlt. Wie scheiß Puffer da, ja. So. Jetzt hoffe ich, dass die Karre nicht fertig ist. So, jetzt. Nein, fehlt natürlich nicht, weil da noch ein Drecksanlasser fehlt. Klar, oder? Das Ding kannst du nicht schon. Natürlich, das Ding sitzt zwar unten drunter, aber du kommst nur über den Motorraum rein. So, und jetzt bitte. Oh, Gott sei Dank. So, Scheißkarre fertig. Mein Gott. Nehmen wir kurz noch die Karre auf die Hebebühne setzen. Das gucken wir uns aber jetzt in der nächsten Folge an. Checken wir noch mal kurz die Aufträge, ob wir noch was drin haben. Nö, haben wir nicht. So, die Karre rein. Perfekt. Liebe Leute, in der nächsten Folge geht's noch weiter mit diesen zwei Schätzchen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.